Ja, liebe Zuschauer, fast schon Ende August, die Schulferien sind fast vorbei und da wird uns von Neumarkt TV Online mal natürlich interessieren, wo waren Sie denn? Wir fragen nach. Das Neueste aus der Region, präsentiert von Glas Götz. Denn Glas ist mehr als eine Scheibe. Waren Sie denn auch schon im Urlaub? Nein. Nicht? Warum? Weil ich in die Ferienzeit nicht in Urlaub fahre, weil ich keine kleine Kinder habe. Wann fahren Sie in Urlaub? Ende September. Wo fahren Sie hin? Nach Ägypten. Auch schön. Und was ist in Neumarkt schön? In Neumarkt, da geht der Gewürzladen. Da, der Gewürzladen. Ja, Gewürzladen, ja. Alles klar. Gern her in den Gewürzladen. Super. Logisch. Wo waren Sie denn? Wo waren wir denn? Wo waren wir? London waren wir. Darf ich ganz kurz fragen, wo Sie dieses Jahr schon im Urlaub waren? Wo ich war? Mexiko. Okay, danke. Das klingt ja fast so, als ob die Neumarkter gerne weit wegreisen. Ich habe noch gar keinen gehört, der, wie heißt es so schön, Urlaub auf Balkonien gemacht hat. Vielleicht finden wir noch einen. Schon im Urlaub, oder, dieses Jahr? Leider nicht. Warum? Krankheit und jetzt Trauerfall, aber am Samstag geht's los. Wo geht's denn hin? An die Nordsee. Ich war in Zadar. Kroatien. Ja. Waren Sie schon im Urlaub dieses Jahr? Wir waren im Urlaub dieses Jahr, ja. Wo? Wir haben einen Zelturlaub durch Frankreich gemacht. Ja, genau. Im Elsass angefangen, über Paris zu den Olympischen Spielen in die Bretagne hoch. Na toll. Ja, das war's. Super. Darf ich Sie fragen, sind Sie hier im Urlaub oder wohnen Sie hier? Hier sind wir noch, genau. Nur zu Besuch hier. So einen kleinen Abstecher. Aber wäre Neumarkt auch ein Ort, wo Sie sagen, hier könnte man mal Urlaub machen? Ja, durchaus. Ein schöner Ort, bietet viel, gemütlich, alles da, was man braucht. Liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt, man muss nicht immer ganz weit wegreisen. Auch daheim ist es schön. Ja? Und dann wollen wir doch... Die Oberpfalz bietet doch viel. Da haben Sie vollkommen recht, die Oberpfalz bietet viel und Neumarkt noch viel mehr. Ja? Und in diesem Sinne wünschen wir noch eine schöne Resturlaubszeit, bis es dann wieder heißt im September, Schule geht los.